No, you've been a good friend, and that's in the thick and thin, and I know it's never gonna end. Cause you've been a good friend. Und was passiert jetzt mit dem Baum? Der Baum wird jetzt entastet, wird abgelenkt auf die verschiedenen Längen und dann wird er an die Forststraße gerückt. Und dann holt ihn irgendwann ein LKW ab und wird ins Sägewerk oder zu einer Schreinerei transportiert. Die Besonderheit bei den Möbelmachern, wir arbeiten ausschließlich mit dem Holz aus der Region, das wir von den Waldbauern oder der Forstbetriebsgemeinschaft Nürnberger Land bekommen. Und wir verarbeiten es selbst auf unserem Gelände. Das heißt, wir sägen, wir entrinden und wir stapeln das Ganze so, dass in ein paar Jahren Sie hier schon Ihre Küche erkennen können. Was mir am liebsten ist, sind eigentlich so lebhafte Sachen im Holz drin. So wie wir gesehen haben vorhin, dieser Kern, der, wenn ganz wild geformt ist mit irgendwelchen Verwachsungen oder sowas, sowas mag ich eigentlich am liebsten. Und das kommt halt bei jeder Baumart mal vor. No, you've been a good friend, and that's in the thick and thin, and I know it's never gonna end. Sie haben ein mobiles Sägewerk. Wie funktioniert denn das? Das ist ein großer Anhänger, auf den die Säge draufgebaut ist. Da werden die Stämme draufgelegt. Das mache ich dann immer. Also der kommt hierher gefahren. Das ist nicht ein Maisägewerk, sondern es gehört halt jemanden. Den miete ich mir sozusagen für eine Woche. Und da hebe ich in die Stämme drauf. Das ist eine Säge, eine waagerechte Bandsäge, die dann immer das Brett, die Bretter in Scheiben runterschneidet. Einzeln. Das hat für mich den großen Vorteil, dass ich in so einem Baum, da weiß man jetzt nicht genau, wie der innen drin aussieht. Ja. Da kann ich dann während dem Sägen entscheiden, was ich jetzt als nächstes für Brett mache. Ob ich jetzt da ein dickes Brett für einen Tisch mache oder ein dünnes Brett für eine Seite oder für eine Front, wenn es einmal schön lebhaft ist. Auch manchmal macht man da ja auch mit Kern noch irgendwas rein. Und da sieht man ja dann auch gleich, ob es gutes Holz ist oder nicht. Genau, genau. Was ist denn jetzt richtig gutes Holz? Wie beschreibt man das? Gutes Holz muss einmal einigermaßen gerade sauber gewachsen sein. Möglichst wenig drehwüchsig, damit ich später glatte, gerade Flächen kriege, die sich nicht verziehen. Und dann unterscheidet sich sehr stark natürlich, ob jetzt jemand ein kerniges Holz haben will oder auch mal was Äste heißt drin. Kerniges Holz? Wenn man es aufschneidet, hat es verschiedene Farben, was man sehr schön als Dekoreffekt in einem Baum, in einem Brett drin verwenden kann. Also eine Maserung? Ja, mehr als die Maserung eben. Die Maserung sind ja nur die Jahresringe. Mhm. Und zusätzlich dazu gibt es aber noch eine sehr starke Verfärbung zwischen eben diesem dunklen Kern und dem Splintholz weiter außen. Und das hat die Buche jetzt eben auch drin. Ne? Und da kann man das dann auch noch unterscheiden, ob einer das so haben will, mit Kern oder ohne Kern. Da kann man sehr viel raussuchen. Und wo lagert ihr dann das frisch geschnittene Holz? Das frisch geschnittene Holz, das haben wir da hinten im Holzlager, wenn ich es Ihnen schnell zeigen darf. Das ist jetzt das Holz, was wir letztes Jahr eingeschnitten haben. Ja. Das sind die Sachen, die ich praktisch zuerst nach der Säge da hinlegt, dass die erst einmal ein Jahr lang liegen können. Deswegen liegen die auch so hintereinander drauf. Ein Jahr lang? Ein Jahr lang lasse ich sie auf jeden Fall liegen. Dicke Sachen manchmal auch länger, Eichen oder so brauchen ein bisschen länger. Und dann werde ich so einen Stapel auflösen und dann kommen sie in die anderen Lager rein, wo ich einzeln mit dem Stapler halt hinkomme, um dann eben mal eine Eiche, mal eine Buche oder eine Elsbeere, was man eben gerade braucht, wo ein Kunde eben zugeschlagen hat, gebraucht wird, verwendet wird, das hole ich mir dann raus und dann kommt es eben in die Trockenkammer rein erst. Woher kommt denn Ihre Liebe zum Holz? Was fasziniert Sie an dem Material? Ja, es ist halt ein ehrliches Material, es ist ein wachsendes, ein schönes Material, ein griffiges Material. Damit kann man einfach leben. Wenn ich jetzt eine Spanplatte in der Hand habe, ist es furchtbar. No, you've been a good friend, and that's in the thick and thin, and I know it's never gonna end.